und Zärtlichkeit. Raus aus dem Regen ins Leben, ab in den Süden. Der Sonne entgegen, Wasser leben, einen heben und an Bikinis erlegen. Jetzt kommt das Ding, Mann. Ich rette den Tag, ich sag, ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich sag, hey, ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Man glaubt fast, Niki Lauda himself vor sich zu haben, so ein Fan der Sportwagen. Ja, wahnsinnig. Also, wir Schweizer haben eine große Tradition, was Formel 1 angeht. Und seit über 40 Jahren bin ich also ein angefressener. Also, das ist einfach für mich Passion. Und wie man sieht, also ich bin ja schon eigentlich eine Karikatur. Aber das ist mir wurscht, also an einem solchen Tag macht das wahnsinnig viel Spaß. Ich habe selber keinen, ich habe einen alten Ford Mustang und habe mich tierisch über diese Einladung von meinem Kasper gefreut. Und für den Luca und für mich, meinen Sohn, war das ein Riesenerlebnis, jetzt da durch die Berge zu fahren. Wir haben riesen Spaß gehabt. Ja, die Stimmung hier ausgezeichnet. Ja, klasse. Also ich meine, erstens komme ich wahnsinnig gerne und oft hierher. Und wir sind in 2 Wochen wieder da zum Kartrennen, was dann da ist. Luca und ich. Aber die Stimmung hier ist doch einfach toll. Das Interesse ist da und eben auch die Passion für Ferrari. Das ist halt was Besonderes. Und wenn man das einmal war, dann ob die verlieren oder gewinnen, ist wurscht. Nicht ganz wurscht, aber man ist Ferrarist, die war immer. Wieso bist du selber gefahren? Ich bin auf Einladung vom lieben Herrn Kasper gefahren, der mich eingeladen hat. Ich habe, möchte ich gleich klarstellen, selber einen Ferrari. Hat allerdings den Vorteil, dass ich noch weiter träumen darf. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass man mich eingeladen hat. Es war ein Riesenerlebnis, durch Italien zu fahren mit meinem Sohn Luca. Luca ist hier. Und, ist Luca schon verheiratet? Fragen sich die Frauen jetzt hier? Also auch welcher Kerl? Nein! Hast du Freunde? Freund? Nein. Freund? Ja, zwei Freunde, aber keine Freunde. Schau sich den jungen Mann an. Fesch hier, Fesch hier. Eine sehr sympathische Dame, die auch viele Österreicherinnen und Österreicher aus dem Fernsehen kennen. Heute vorgefahren in einem ganz heißen Gefährt. Was ist das für ein Feeling? Also ich habe es früher schon gesagt, es ist ein Wahnsinn, also ein Wahnsinnsgefühl. Das sind 1000 PS unterm Hintern, sage ich jetzt, 1000 PS unterm Hintern. Es ist einfach, ja, ich habe Ehrfurcht vor dem Wagen, weil der geht ab wie eine Rakete. Das ist total super, super Gefühl. Ja, da gibt es ja immer diese Geschichte, schöne Frauen, schnelle Autos. Also ich habe heute bei der Ausfahrt schon einmal die Aussage gehört, eine schöne Frau und einen Sportwagen tauscht man nicht aus und leiht man auch nicht her. Das hat mich jetzt sehr gewundert, weil eigentlich ja... Ich bin ein Niemand, bin ein Wicht, bin einer, der stets kroch. Bin zu Hause, wo es nach Zeit. Halt! Nein, nein, der darf nicht hier teilnehmen. Das ist eine Frechheit. Was macht der da? Bitte gehen Sie einmal da vorne auf die Seite, wo Sie mal sagen, was tut der gerne? Stellen Sie nicht einmal 2 Meter, was ist denn da los? Moment! Hallo! Security! Sofort reinstellen da ins Casino! Das geht nicht! Mit der Strom kommt der Mensch daher. Was ist denn da los, bitte? Na bitte, das verstehe ich überhaupt nicht. Security, das Auto wegheben! Ist ja auch ein Sportwagen, man glaubt das ja nicht, aber es glaubt nicht, was das für Anstrengung ist, mit so einem kleinen Auto von Wien bis nach Hannover fahren. Stolze 19 PS, 4-Gang-Getriebe, Was ist das Besondere an diesem Auto? Ja, ich bin Steinbock wie Michael Schumacher und ich muss sagen, er liegt mir gut in der Hand, der Ferrari. Vielleicht nicht ganz so gut wie bei Michael Schumacher, aber Steinbock sind wir beide. Man könnte sich überlegen, man muss sehr lieb und liebevoll und zärtlich mit ihm umgehen, sanfte, aber das liegt mir ja, Streicheleinheit brauche. Ja, die Stimmung hier bei diesem Festival, trotz Regen, wieder einmalig. Ja, einmalig, also ich glaube, diese Autos können keine Stimmung trüben. Sie sind fantastisch. Ja, das ist auch etwas, was uns immer wundert. Hier gibt es eigentlich nur Freude und keinen Leid. Woran glauben
Sie liegt es. Ich glaube, diese Autos, es liegt sicherlich nicht nur an den PS, aber die sind natürlich beachtlich. Aber damit kommt eine Stimmung auf, die einfach Lebensfreude macht, die Erfolg macht. Und das glaube ich, das ist so schön.